zusammen. Willkommen zu einer weiteren Runde Tannenberg mit mir. Heute werde ich mal die deutsche Seite spielen. So. Spawnen wir als ein deutscher Feldwebel. Und zwar in Russisch-Polen. Das dauert jetzt ein bisschen. Das Wetter ist scheinbar eingeschneit. Jetzt läuft's. Es gibt noch einige Bugs in diesem Spiel. Unter anderem hängt es gerne mal etwas beim Laden. Wie man hier auf der Map sieht, ist das Wichtigste eigentlich in der Mitte und wahrscheinlich relativ schwer verteidigt. Wir spawnen jetzt auf die Artillerieposition. Na, komm schon. Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Okay, ich bin bewaffnet mit einem Karabiner 88. Hier. Und einer Mauser C96. Das ist eine meiner Lieblingswaffen in diesem Spiel. Es geht hier auch gleich ordentlich zur Sache. Die Russen überrennen eine von unseren Positionen. Da schießen wir jetzt mal mit der Artillerie drauf. Den ersten erwischt. Und da hat es mich auch schon erwischt. Das ging ja schnell diesmal. Spawnen wir lieber mal gleich in der Kampfzone. Und schon wieder erwischt. Das sieht nicht gut aus. Der Gegner führt mit 2000 Punkten Vorsprung. Und meine Leute werden gnadenlos niedergemetzelt. Mörserunterstützung und Angriffsbefehl. Einen hat's erwischt und da kommen die Mörser rein. Sturmangriff mit Pistole. Und das war kein Erfolg. Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass die Situation hier noch zu retten ist. Aber wir versuchen es. Artillerieunterstützung auf die Stellung, die der Feind gerade erobert hat.
Okay, das war ein Glückstreffer. Aber immerhin. Ha! Den hat's erwischt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut gehen wird. Noch einer weniger. Ah, jetzt läuft das hier langsam. Ich muss ja sagen, ich mag die Mauser sehr gerne. Gute Präzision. 10 Schuss Magazin. Was will man mehr? Der Karabiner ist hingegen eher mittelmäßig. Wir haben die Kontrolle über eine feindliche Signalstation übernommen. Oh, immer schön in Deckung bleiben. Ach, da kämpft ein Russe. Oder kämpfte. Und rüber zur nächsten Stellung. Immer schön in Deckung bleiben. Karabiner zur Hand. Pistole. Im Nahkampf immer die bessere Wahl. Aber hier ist scheinbar kaum Widerstand. Die Russen sind wohl scheinbar woanders. Mir soll's recht sein. Hier herrscht aber echt gerade tote Hose. Jetzt kommt aber der schwierige Teil. Die zentrale Stellung, die Crossroads. Erstmal ein bisschen Mörserfeuer. Da schießt auch schon der Erste auf mich. Das war keine schlaue Idee. Da gehen wir mal zur Abwechslung ans MG. Das ruckelt wieder. Und dann warten wir, dass der Feind sich zeigt. Und da kommen sie auch schon. Ich kann mit dem MG direkt auf den Spawnpoint schießen. Und den Mörser kann ich auch noch draufhalten.
Das sieht gut aus. Kümmern wir uns wieder um die Kreuzung. Auf einem Gefällt ist es immer gefährlich. Scheiße. Das ist ja ein Russe. Was wollte der denn? Sind doch alle durchgeknallt hier. Wimmelt ja vor Russen hier. Keine Munition mehr, scheiße. Ach, laden wir schnell auch noch die Mauser nach. Wenn wir schon mal dabei sind. Das hätte daneben gehen können. Noch mehr Mörser. Lass niemandem am Leben. Hurra! Kommt ja eine ganze Horde. Drei erwischt immerhin. Vier und schnell rüber da, bevor noch mehr auftauchen. Noch einer. Mein Gott. Eindeutig zu viele hier. Ha. Es wimmelt hier ja von denen. Los, los, los! Greift ihre Position an! Und die Artillerie kommt auch runter, aber sie kann mir hier nichts anhaben. Überall gut geschossen, aber scheinbar nicht auf mich. Das finde ich gut. Feuer auf diese Koordinaten. Ein paar Mörser da hinten hin. Wir haben eine wichtige Stellung erobert. Meine Güte. Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber es funktioniert. Na gut. Dann kann ich alles haben. Erobern wir mal Destroyed Armor zurück. Bevor die Russen sich da festsetzen können. Angriff! Ganz wichtig, immer die Deckung ausnutzen. Verdammt. Das hätte funktionieren können.
sind auch noch Russen. Die bekommen den Mörser in die Fresse. Hier gerät die Situation offensichtlich auch außer Kontrolle. Ein wildes Chaos hier. Der Lag ist schlecht heute. Wir uns, bis wir die Stellung eingenommen haben. Das kann ein Weilchen dauern. Wir haben eine feindliche Artilleriestellung erobert. Scheiße. Da hat's mich erwischt. Bloß welche, die schießen auf mich. Das ist alles sehr gesundheitsschädlich. Wie man hier sieht. Okay, das Match neigt sich dem Ende zu. Noch 3 Sekunden. Und wir haben erwartungsgemäß verloren, aber wir konnten den Rückstand noch etwas aufholen. Immerhin. Wir werden uns rächen. Einige Müllmedaillen.
Es lädt alles etwas langsam heute. Ah, das lädt alles etwas hakelig. Einen Moment. Dann warten wir halt ein bisschen. Mir fällt leider auch nicht so richtig ein, was ich dazu sagen kann, außer dass das alles heute etwas länger dauert. Das wird nicht besonders spannend sein. Höre etwas, aber ich sehe noch nichts. Das ist alles recht bedenklich. Aber mein Rechner liegt auch im Sterben. Zumindest mein Windows. Da sind wir wieder. Jetzt hängt hier leider alles. Ah, Technik, die begeistert. Und warten wir erstmal ab, ansonsten... Wir haben die Kontrolle über feindliche Munition erlangt. Das sieht schon besser aus. Jetzt hängt das Spiel selber. Das ist auch nicht besser.
Okay, es ist jetzt leider unspielbar langsam. Oh, es passiert doch noch was. Zumindest ein bisschen. Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Wo zum Henker bin ich hier? Irgendwo im Wald? Und auch gleich schon tot. Ah, das macht auch nichts. Wir haben eine wichtige Stellung des Feindes eingenommen. Warten wir auf den Respawn. Und da sind wir auch schon wieder. Keine Ahnung, wo der Feind ist. Wahrscheinlich irgendwo da vorne. Aber den werden wir schon finden. Der Lag ist immer noch ganz fürchterlich. Macht es hier nicht gerade einfacher zu überleben. Wir haben den Feind gestellt. Aber gegen die Bots wird es wohl hoffentlich reichen. Na, auch nicht ganz. Wir haben eine Signal. Wenn hier noch irgendetwas reagieren würde. Aber ich kann ihnen auch nicht viel entgegen. Gegensetzen, solange das hier so ruckelig bleibt. Ich würde sagen, ich breche das an dieser Stelle hier ab. Das wird so leider nichts. Aber ich habe es immerhin versucht. Danke fürs Zusehen und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Dann hoffentlich mit neuem Windows und vielleicht funktioniert es dann ja wieder.